Es war 2011, kurz nach Weihnachten. Ich ging eines Abends ins Bett, aber war irgendwie sehr unruhig. Ich konnte nicht gut einschlafen, was ziemlich selten und ungewöhnlich für mich ist. Irgendwann schlief ich dann aber doch ein. Ich wachte nachts auf und sah, dass das Magnetarmband, das ich zu Weihnachten geschenkt bekommen hatte, neben meinem Kopf auf der Matratze lag. Ich wunderte mich. Zum einen, weil man das Armband wegen des Verschlusses von alleine gar nicht vom Arm bekommt. Zum anderen, weil es eigentlich unter der Bettdecke oder zumindest viel weiter unten liegen müsste, da es mir schon immer wichtig war, komplett unter der Decke zu liegen. Ich schlief zwar kurz darauf wieder ein, wurde dann aber erneut wach, weil ich merkte, dass meine Beine in der Luft schwebten. Aus einer Ecke im Zimmer, in der keinerlei Lampen oder ähnliches waren, leuchtete eine Lichtquelle das Zimmer aus. Ich muss dazu sagen, dass ich ein paar Monate zuvor auf einen Artikel gestoßen bin, in welchem Hinweise auf Entführung durch Außerirdische aufgezählt wurden. Ich habe schon seit meiner Kindheit komische Erlebnisse, Träume und Ängste, die ich mir nicht erklären kann. Der Artikel konnte all diese Dinge mit einer Theorie erklären. Ich beschäftigte mich in der darauffolgenden Zeit vermehrt mit diesem Thema, so dass ich, als ich meine Beine in der Luft schweben fühlte, einen richtigen Schock bekam. Das war der einprägsamste Moment, als ich realisierte, okay, das gibt es wirklich. Das ist real und es passiert wirklich genau jetzt, und zwar mir. Ich habe keine Ahnung warum, aber ich verlor dann trotz des Schocks wieder das Bewusstsein. Ich weiß nicht genau wie oft oder wie lang, aber ich kam immer wieder kurz zu mir und bemerkte, dass ich anders im Bett lag. Ich spürte dann, wie eine Lähmung einsetzte und ich mich nicht mehr bewegen konnte. Ich kämpfte dagegen an und versuchte mit aller Kraft wenigstens die Augen zu öffnen, was mir dann auch gelang. Ich blickte nach links und erschrak. Da stand ein circa 1,50 Meter großes Wesen neben meinem Bett und starrte mich an. Ich bemerkte, dass er nicht alleine war. Ein kleineres Wesen von circa 1 Meter Größe stand am Ende des Bettes. Beide Wesen waren zwar menschenähnlich, aber deutlich erkennbar nicht menschlich. Sie sahen nicht aus wie die klassischen Greys, aber ähnlich. Ihre Augen waren kleiner als die der typisch grauen Aliens und ihre Nasen waren stärker ausgeprägt. Das größere Wesen neben mir stand nur da und schaute mich an. Das kleinere Wesen vor mir hatte eine Art Stab in der Hand. Diesen hob er in die Luft und richtete ihn auf meine Beine. Kurz darauf spürte ich eine Energie in meinem Körper von meinen Beinen aufwärts steigen. Es war nicht schlimm, schmerzhaft oder dergleichen. Im Gegenteil. Es kribbelte, vibrierte und fühlte sich sogar ganz gut an. So bescheuert das klingt für so eine Situation, aber ich habe das Wesen dann angelächelt. Es war ein Reflex, wie wenn man gekitzelt wird. Aber was noch skurriler und kurioser war, ist, dass das Wesen daraufhin versucht hat, zurückzulächeln. Ich sage deswegen versucht, weil es nicht wirklich gut funktioniert hat. Ich glaube nicht, dass es eine Emotion war, die das Wesen da zum Ausdruck brachte, sondern dass das Wesen versucht hat, mich nachzumachen, um mir ein gutes Gefühl zu vermitteln. Dann verlor ich wieder das Bewusstsein. Ich wachte morgens auf, erinnerte mich aber sofort an das Erlebte und war wieder wie unter Schock. Ich schlief von da an nicht mehr in diesem Zimmer, nur noch mit Licht und in manchen Nächten gar nicht. Ich habe seitdem jeden Abend darum gebeten, dass sie tun sollen, was sie nicht lassen können, aber mich davon wenigstens nichts mitkriegen lassen sollen, denn ich packe das nicht. Diese Begegnung war einfach zu viel für mich. Ich habe nie mehr in dem Zimmer geschlafen und ließ aus Angst das Licht und den Fernseher an. Ich spürte aber in der Folgezeit nachts immer wieder ihre Anwesenheit. Immer wieder gab es eher unbewusste, ungenaue Erlebnisse. Meistens spürte ich sie nachts in meinem Schlafzimmer, aber versuchte stur wieder einzuschlafen. Oder ich hatte seltsame wiederkehrende Träume. Schon als Kind träumte ich immer wieder von einer Hexe, die mich holte und mit mir in die Luft flog, wo sie ihr Hexenhaus hatte. Eines Morgens im Jahr 2015 war es jedoch anders. Ich wurde morgens wach durch ein Vibrieren in meinem Kopf. Eine Lähmung setzte ein und es fühlte sich an, als ob mein Kopf ins Kissen gedrückt werden würde.
Ich bekam Angst und versuchte aus der Lähmung rauszukommen. Es gelang mir, die Augen zu öffnen. Mein Zimmer war von rotem Licht durchflutet. Ich sah mich um, doch dann setzte wieder das Vibrieren und die Lähmung ein und mein Kopf wurde wieder ins Kissen gedrückt. Definitiv war das eine Manipulation an mir. Ich lag auf dem Rücken und sah mich um. Ich sah zwar niemanden im Raum, aber spürte ganz deutlich die Anwesenheit von mehreren Wesen. Ich konnte genau spüren, von wo aus ich jeweils angeschaut wurde. Ich habe mir immer gedacht, dass ich sie nicht sehen will, wenn sie zu mir kommen, und jetzt war es wirklich so. Aber spüren konnte man sie ganz deutlich. Ich konnte nicht nur differenzieren, wo jemand stand, sondern auch, wie groß er sein musste. Das machte mir alles eine riesengroße Angst. Also wollte ich die Augen schließen, um sie wirklich nicht sehen zu müssen. Ich schloss meine Augen, aber konnte dann trotzdem weiterhin alles sehen. Ich bin erschrocken und fühlte mich in der Situation noch hilfloser und ausgelieferter. Es war ein ganz normales, klares, bewusstes Sehen, in keiner Weise unterscheidbar vom alltäglichen Sehen. In meiner Angst dachte ich mir, ich müsse beten. Ich wollte laut beten, was mir durch die Lähmung sehr schwer fiel. Ich hörte mich reden, es hörte sich an wie das Gerede einer Betrunkenen. Ich brauchte meine ganze Kraft dafür und plötzlich war alles vorbei. Das rote Licht, die Lähmung, die Präsenz, alles weg. Einmal hatte ich wieder so einen seltsamen, realistischen Traum. Ich träumte, es sei nachts und ich würde in mein Wohnzimmer gehen. Dort kam dann eine Art Nebel durch das Fenster. Und plötzlich saß ein Reptiloid auf meinem Sofa. Er sah aus, wie ihn Lena in dem Interview mit dir beschreibt. Er war nicht überaus groß oder massig. Er war vielleicht zwischen 1,70 Meter und 1,80 Meter groß und hatte grüne, schuppige Haut. An die Farbe oder die Form der Augen erinnere ich mich nicht mehr. Wenn er schon da ist, kann ich ihm auch ein paar Fragen stellen, dachte ich mir. Ich fragte ihn, ob sie Menschen entführen würden. Er sagte ohne zu zögern, fast freudig, ja. Ich fragte, warum sie das machen würden. Er meinte kurz und ganz ohne Emotion, wir verfüttern gerne unsere Haustiere. Ich war verwirrt und meinte, dass die Menschen morgens immer wieder in ihren Betten aufwachen würden. Ja, meinte er, man muss ja auch nicht unbedingt ihre Körper verfüttern. Man kann auch nur ihre Energie verfüttern. Das Gespräch ging dann noch weiter, aber daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Ich hatte bis dahin jedenfalls noch nie was von reptiloiden Wesen gehört oder davon, dass man Energien verfüttern kann etc. Ich habe mich dann darüber informiert und kam es so auf David Icke's Thesen. Dieser Punkt ist für mich persönlich sehr eindrucksvoll. Wie kann es sein, dass ich diesen Traum hatte, bevor ich jemals von diesem Wesen oder ihrem Ruf gehört hatte?